presents Royal Rumble. Herzlich willkommen zum Royal Rumble, ja, zum Pay-Per-View. Und damit ist die Road to WrestleMania gestartet. Und heute kommt das Hauptmatch. John Cena versus Sheamus um den World Heavyweight Title und Arn Anderson anscheinend nach der Special Guest Referee in Buffalo. Und ja, und natürlich kommt auch noch der Royal Rumble Match. Das Royal Rumble Match. Wer wird der Royal Rumble Sieger? Und schafft es John Cena, den World Heavyweight Title von Sheamus zu holen und den United Kingdom quasi einen Titel zu entthronen? Das werden wir nun jetzt sehen. Ah, Triple H ist der Royal Rumble Sieger 2000 bei WWE 12 und ja, so, und damit hat er sich bei WrestleMania qualifiziert und das heißt, er dürfte sich entscheiden, ob er jetzt gegen Wade Barrett oder falls Sheamus noch der WWE Champion bleibt, World Heavyweight Title mit, ob er gegen Sheamus ran möchte. Aber da der World Heavyweight Title eigentlich der WWE Champion der wichtigere Titel ist, müsste eigentlich nur der Land haben. Aber wir werden es ja sehen, wie die Story am Ende aussieht. So. Schöne Schläge. Und Sheamus macht ihn extra fertig. So. Obwohl es eigentlich taktisch nicht so klug ist, weil wir haben ja eigentlich noch ein Match, ne? So. Gut. Könnten wir mal rausgehen. So, nochmal rausgehen. Und sie hatten mal eine Feder, das ist ja auch mal das Lustige, ne? Und, oh. Das war ein harter Aufprall. So. Gut, holen wir mal einen Stuhl raus. Weil das erlaubt. So. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt die Triple H Chance, wie man vielleicht leise im Hintergrund hört. Und jetzt der High Cross. Und der High Cross. Sehr schön. So, was kommt nun? Wer kommt denn da? Cena! Kommt jetzt das Match? Oder nicht? Okay. So, tschüss. Und jetzt. Das Ziel ist hier, einen Finisher auszuführen. Schaffen wir es auch? So, und jetzt Cena gegen Sheamus. Wird es Sheamus schaffen? Alter, hau ab. Einfach mal ein schöner Tritt. Und er steht immer wieder auf. Immer wieder steht er auf. So. Und jetzt. Ah, der ist, glaube ich, vielleicht nur so. So. Schöner Kick. Aber was wird passieren jetzt? Bin ich mal gespannt. Wird jetzt Cena wirklich den Titel gewinnen oder verteidigt den Sheamus. So. So, und jetzt kommt. Submission. Okay, Rope Break. Wir hauen ihn wieder weg. So. Und wieder ein Stuhl. Wieder ein Stuhlschlag, wollte ich schon sagen. Bisschen verplant, Junge. Bisschen verplant. So, und jetzt. So. So, und jetzt. Und noch ein Clothesline. Ja. So, und jetzt. Komm, wir haben ein Signature. Sehr schön. Und jetzt. Was für ein schöner Bad Breaker. Und Bro Kick. So. Ich hab den Finisher doch rausgefunden. Was habt ihr denn? So. Nein. Raus.
So, und tschüss. Komm her. So, scheiße. Jetzt kommt Cena. Cena ist in Form. So. Okay. Ja, ja, ja. Doof bin ich auch nicht, Arnold, das ist, ne? Hä? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Ist das ein Lappen? Oh Mann. Jetzt. Celtic Cross und jetzt. Oh. But there's the enforcer. And Cena's back to his feet. Cena going for the attitude adjustment. What? What did Anderson just do? Oh my gosh. King. Arn Anderson just cost Cena the match. Ladies and gentlemen, Arn Anderson has betrayed us all. Right between the eyes. One. Oh man. Two. I think I'm gonna be sick. This is lol. Arn Anderson ist heel geturnt. Er kommt zu uns. Damit hatte ich nicht gerechnet. Habt ihr damit gerechnet? Okay, dann werden wir mal sehen, was jetzt nach dem Royal Rumble passiert. Following one of the most startling and unsettling events in WWE history last night at the Royal Rumble. We welcome you to Monday Night Raw. Startling and unsettling is right. I still can't believe what happened. It was some mere 24 hours ago when the former enforcer of the Four Horsemen, Arn Anderson, brutally attacked John Cena and helped Sheamus retain the World Heavyweight Championship. Well, Cena may be able to get another opportunity if he can qualify for the Elimination Chamber. Oh, dürfen wir das Elimination Chamber mitspielen? Das wäre geil. Are you an idiot? I said I need to talk to Cody. Oh, hey champ. Arn, if I may, your plan was brilliant. One of these days, the fans will learn. When it comes to Arn Anderson, you better be careful what you wish for. About as soon as they learn, that Edge can never be trusted. Edge, well done there, fella. We couldn't have done it without you. And you, Sheamus? You may be the most courageous man I've ever met. Why is that? I mean, I wouldn't think a group like yours would want to divide its forces in the two Elimination Chamber matches. Perhaps the most grueling, barbaric match we have. I mean, one world champion is going to face five of the fiercest competitors in the WWE. Like, well, myself. And Sheamus, that takes guts. And there's a pretty good chance we could see them spilled. If you know what I mean. Oh well. I'm sure you'll do great. See you, Arn. Well, kid, I bet it'll be a great funeral. Take it easy. Oh. Ich dachte schon, das war schon von Monday Night Raw. What? Das war Monday Night Raw. Okay. Ein kurzes Segment. Kann ja auch mal drin sein, ne? Mal sehen, was jetzt passiert. Oder werden vielleicht noch welche von den United Kingdom nach dazu stufen? Das werden wir jetzt sehen. Mark Henry gegen Sheamus.
Okay. So. Okay, das wollte ich gerade nur hören. Deswegen bin ich gerade ruhig geblieben, weil ich wollte es nur hören, ob jetzt das wirklich ein Qualifikationsmatch ist. Okay. Sollten wir jetzt gewinnen, wären wir im Elimination Chamber Match. Das wäre ja auch mal was. Dann könnten wir theoretisch helfen, den Teil zu verteidigen. Und ja, da wären weitere Verbündete da. So, komm. Wow. Schade. Aber das ist auch ein bisschen unrealistisch, wie hoch wir Mark Henry heben können. Weil er ist ja einer der stärksten aus der WWE. Also gehört ja zu den stärksten. Er hat ja irgendwie Olympia irgendwas geschafft. Ich glaube 200 Kilo hochgehoben. Ist ja auch etwas. Also, das ist ja. Okay, ich würde es nie im Leben hinkriegen, aber der geschafft hat, Respekt. Muss ich sagen. So. Und ja, wir machen schön seinen Rücken Damage. Schöner Dropkick. So, und jetzt. Schön. So. So. Und mal wieder vorhin ein schöner German Suplex. So, Submission. Okay. Brauchen wir nicht. Und noch ein Jump Suplex. Wir sind Experten im Jump Suplex. So, und jetzt. Ja. So. Und jetzt. Ey. Mark Henry. Und jetzt. Noch einmal. Komm. One. Two. Schade. So. Und jetzt. Nein. Ja. Und schön gemacht. So. Oh. Ja, Suplex? Nee. Boah, wie sind immer diese Haltegriffe? Die funktionieren sowieso nicht. Obwohl ich mir echt einen gern zum Aufgeben bringen würde, aber das müssen wir in dem Fall nicht machen. So. Jawohl. Und schön. Und Scheiß. So. Oh. Nun los, hallo? Und jetzt. Oh, gegen den Ringpfosten. Das ist gegen die Ringtreppe. So. Oh. So, jetzt haben wir uns durch diese Jubelerei uns ein Signature verpasst. Nicht Signature verpasst, sondern uns ein Signature erarbeitet und jetzt. Was für ein schöner Schlag, ey, von William Regal. Und jetzt. Und schön gemacht und jetzt direkt der Pin-Kombination. One. Two. What? What? Befreit er sich noch? Aber auch unrealistisch da, wie ich ihn hochgehoben habe. So. One. Two. Nein. Mark Henry gibt nicht auf. So. Da müssen wir ein bisschen härter reingehen. Komm. Wichtigstes erstmal. So. Okay. So. Und jetzt. Hey. Ich wollte ihn eigentlich gerade attackieren, aber egal. So. Hallo? Hey, come on. There's no need for this. Hallo? So. Ah, jetzt kann ich wieder rein. Ich konnte kurzzeitig nicht rein in den Ring. So. Ich will nicht auszählen. Wir wollen schon anders gewinnen. So, und jetzt. Pin wir mal. So, jetzt komm. Rope Break? Scheiß auf deinen Rope Break, ey. Und schön, wieder. Hallo, pin doch. Lappen. Two. Three. Alter, Mark Henry ist schon ein harter Hund. Muss man sagen. So. Two. Alter. Junge. Was hält der durch, Junge? Was hat er für Drogen genommen? Muss man sagen. Mark and May sitting in a tree. Ah, das liegt daran, weil ich glaube, weil ich habe mal ein Video gesehen auf YouTube, beziehungsweise bei der Raw 1000, wo die ja in einem Bett lagen. Also May Young und Mark Henry.
Das fand ich witzig. Und ja, wir haben es jetzt endlich geschafft. Nach den 100, gefühlt 100.000sten Pinfall hat es endlich mal geklappt. Sehr schön. Okay, Wade Barrett, nee, William Regal ist bei Wade Barrett in dem Chamber, also beim WWE Championship Chamber, um Wade Barrett ein bisschen unterstützen. Also, ja, das sind zwei von United Kingdom im WWE Championship Elimination Chamber. Gut für sie, schlecht für die anderen WWE Superstars. Ja, dann gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert.